Sehr geehrte Frau Hannelore Kraft, hier spricht ein Bürger aus Nordrhein-Westfalen, aus dem ehemaligen Ruhrpott. Ja, Ruhrpott. Aus dem Herzen NRW. Das waren noch Zeiten. Sehr geehrte Frau Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin Düsseldorf, / verantwortlich für uns. Sie vertreten mich. Ich muss im Ich sprechen, weil ich die anderen nicht ansprechen kann. Und für alle Zuschauer, Kunden und Freunde der elektronischen Gesellschaft. Wir, die elektronischen Bürger, sprechen jetzt tagtäglich auf irgendeine Art Facebook, YouTube oder andere Plattformen. Ich habe mir erlaubt, ich bin der Medienkanzler. Ich gehöre zur Multimilliardenindustrie der Elektronik und das schon seit 1966. 1976 die Firma gegründet und wir schreiben das Jahr 2016. Hurra! Und wir stehen wieder am 15. März 2016 vor, genau, VR, Virtual Reality. So, da Frau Hannelore Kraft, Sie, Frau Hannelore Kraft, denn dieses Video ist gezielt an Sie gerichtet, hätte ich richtig Lust, mit Ihnen mal ein sogenanntes Video-Duell zu führen. Sie lieben ja auch diese elektronische Gesellschaft, Sie lieben ja auch die Kamera, Sie sprechen ja zu uns. Meine einer mit dem Künstlerlahm, Medienkanzler, freie Presse etc. pp. Und einem riesigen Unternehmen, das tagtäglich damit zu tun. Somit ist hypothetisch jeder Mensch auf diesem Planeten mein Kunde. Und deswegen kann ich mich gar nicht anders verhalten. Ich muss mich neutral verhalten. 100% neutral verhalten. Damit spreche ich alle an. Alle Fakultäten auf diesem Planeten. Ja? Wir sind elektronische Bürger jetzt in diesem Moment. Was rein visuell nicht ist, ihr merkt schon, euer Medienkanzler sagt das Wort schon, kommt aus der Welt der Medien und in der Welt der Medien ist eine Menge los. Es gibt nicht nur Spiefeln, da gibt es eine Menge. Ja? So, 1966 als User bis 2006 war man in einer geschlossenen Gesellschaft unterwegs, die sich ab nach 2006 eröffnet hat, die 1995 durch die Firma Sony erst zu dem geworden ist, was wir nämlich heute haben. Wir alle sind aufgekauft worden, uns gibt es alles nicht mehr als Gesellschaft, wir sind jetzt alle so alleine unterwegs. Ich freue mich sehr, dass Frau Hannelore Kraft eine Videogeschichte, einen Videoblog als Bloggerin etc., das ist uralt alles, keine Ahnung, wie man es heute nennen soll. 1966 IBM und die Gründungsväter ab der 70er Jahre, Monster Pixel Väter aus England. Wir, die User, wir, die Anwender, wir, die das, ich bin kein Techniker, ich bin nur Anwender, ich bin für die Dramaturgie zuständig, ich bin für die Sprache zuständig, ich bin für Bild, Ton etc. Ich bin ein Freelancer-Crew. Ich gehöre also zu den Medien hinten dazu. Ja? Wenn es sein muss, mache ich nur das Licht und wenn es sein muss, mache ich nur die Klappe. Um den Zuschauern, die dieses Video jetzt hier gesehen, auch wissen, worum es geht. Frau Hannelore Kraft macht also einen Videoblog und ich fordere Sie jetzt heraus. Ich fordere jetzt, der Medienkanzler fordert jetzt Frau Hannelore Kraft heraus, ein sogenanntes Videoduell mal zu generieren. Wir kennen uns ja, sie war lang genug Kundin, Frau Heinemann war auch Kundin. Wir waren also lange schon. Wir kennen uns auch lange schon, darum möchte ich auf diesem visuellen Bilde noch einmal das ins Gedächtnis rufen. Das waren die 70er Jahre, 80er Jahre, jetzt sind wir leider 2016 und Sie sind Ministerpräsidentin, Sie haben das Kreuz im Kreis bekommen. Sehr geehrte Frau Hannelore Kraft, als Unternehmer kann ich nur sagen, Sie vertreten eine Firma und die Firma heißt SPD. Ja, für mich ist Politik eine Firma. Alle, die da, ja, und ich soll so dumm sein, ein Kreuz im Kreis machen, ich bekomme nichts dafür, ich werde nicht vertreten, denn auch Sie sind eine Bürgerin aus dem Stadtteil Mülheim, Sie gehören zu diesem Kreis Ruhr, wie ich auch, und ich bin auch ein Bürger und ich habe eine Verpflichtung meinen Kunden gegenüber zu schweigen, den Datenschutz einzuhalten und habe auch die Verpflichtung, in der Dramaturgie, auch in solchen Videoeinheiten hier,
Ideen voranzubringen. Und die Idee ist natürlich eine sogenannte, so ein, sagen wir mal, Videoaustausch. Ja? Sie machen Videoblogs, ich mache schon Videoblogs, da sind andere noch mit Pampers auf dem Rasen spazieren gegangen oder waren noch beim Papa unterwegs, wenn man versteht, was man meint. Das Jahr 1966, wo man überhaupt so angefangen, und 1976, wo dann die Gründungsväter uns diese Elektronik haben gegeben, wir damit arbeiten konnten. 1996, wie dann Sony mit seiner PlayStation kam, ja, die Firma Sega verdrängt, die Firma Nintendo hört man ja, also Sega und Nintendo hört man ja kaum noch, ja. Microsoft mit seiner Xbox, die vorher Commodore aufgekauft. Also bei uns geht das ja alles so schnell. Habe ich mir jetzt soeben erdreistet, bevor meine Kunden jetzt hier reinströmen, dieses Video auf den Weg zu machen. Während meine Kunden jetzt um mich herum sind, mache ich dieses Video fertig, damit Sie, Frau Hannelore Kraft, dieses Video durch mich, durch die elektronische Geschichte, durch die elektronische Welt, deswegen spreche ich jetzt auch so, um anderen, also Zuschauern, Kunden, die dieses Video durch Zufall entdecken. Es ist gezielt für Frau Hannelore Kraft in Düsseldorf, die dort ihre Videoblogs macht. Ich stelle keine Fragen. Ich habe denselben Intellekt. Ich brauche nicht Fragen. Ich muss nur schmunzeln. Aber ich hätte da so eine tolle Idee, wenn Zuschauer interessiert, wenn die wirklich Lust hätten, so ein Videoaustausch oder eine Videoaustauschplattform mit dem Bundestag und mit dem Landestag. An alle Bürger von Nordrhein-Westfalen, bitte lest mal euer Landesgrundgesetz, damit ihr überhaupt versteht, was das Land Nordrhein-Westfalen und die Struktur von Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, wir sind sehr arm. Wir sind die Ärmsten der Ärmsten, weil ich erlebe das tagtäglich. Wir kämpfen wirklich jeden Tag um die eigene Existenz und das macht so keinen Spaß. 66 bis 76 war hier der Ruhrpott noch am Glühen, Eisen, Stahl, Kohle. Seit 96 ist hier Ruhe. Im Jahre 2016, danke die Grünen, danke die SPD, haben wir hier die grüne Lunge. Ich atme also, ich sehe grün, nur haben tue ich nichts davon. Wenn ich anhand dieser Kunden hier sehe, wie schlecht es denen geht, und die Kunden haben hier 100% Datenschutz. Ja, ich nenne nichts, ich sage nichts. Sie sprechen nur von mir selber. Ich erkenne tagtäglich, was hier abgeht. Und ich habe mir soeben überlegt, weil ich ja dafür zuständig bin. Ich überlege mir jeden Tag irgendwelche dramaturgische Sachen. Für irgendwelche Sachen. Ja, viele Firmen, dafür muss ich Sachen machen, damit die da ihren Umsatz generieren. Wir sind ja alle irgendwo verflochten, um das mal klarzustellen. Das ist eine Einleitung, das hat jetzt diesbezüglich auf eine Thematik, gehe ich jetzt nicht ein. Sie haben ja reichlich Videos schon gemacht, Sie haben Ihren Panzerwagen vorgestellt, Sie haben Ihre Crew vorgestellt, Sie haben die Nacht vorgestellt, Sie haben, so, da gehe ich jetzt nicht drauf, damit Sie sehen, dass ich mir das alles angesehen habe. Ich bin nun mal videotechnisch seit 1966 auf dem Markt und 2016 bin ich immer noch auf dem Markt und jetzt bin ich vor der Kamera, auch hinter der Kamera, und von Berühmtheit keine Spur, weil das wollte ich nie. Ja, ich bin froh, dass ich mein Unternehmen habe, das Unternehmen führe und vielleicht eines Tages auch mal damit meine Rente generieren kann. Ja. Das sind die einzigen Sorgen, die so ein Bürger, der zur Multimilliardenindustrie der Elektronik gehört, der mit Sony redet, Disney redet und diversen anderen Geschäftsführungen redet, ja, aber als Sandkorn dieser Multimilliardenindustrie mache ich wohl das Licht aus und die anderen feiern dann, weil da gehen dann die Sektkorken hoch etc. Mehr habe ich nicht wohl zu tun. Ja, wenn ich dann 1 Euro dafür bekomme, nur weil ich den Lichtschalter ausmache, damit die feiern können, bin ich schon froh. Ja? Die sprechen da über Milliarden und ich rede hier von 1 Euro, von 20 Cent, von 5 Cent. Bei 5 Cent rasten schon so manche Kunden aus, die im untersten Segment des Lebens leben, wenn sie verstehen, worum es geht, Frau Hannelore Kraft. Ich würde mich tierisch freuen, wenn wir eine Videogemeinschaft hochziehen könnten. Ja, meine lieben Zuschauer, meine lieben Freunde und meine lieben Kunden, die dieses Video vielleicht jetzt entdeckt haben, warum nicht? Warum sollten wir nicht mit unserem Vertreter reden? Vertreter, versteht ihr?
Der klingelt, gibt euch ein Röschen in der Hand. Bitte wählt die SPD, ne, damit ich euch, ihr wisst schon, mit V, ne, und dann SCA dazwischen. Ja, wir fühlen uns alle ein bisschen verdummdäubelt. Das muss einfach mal gesagt werden. Herr Gabriel hat recht. Ob Sozialpaket hin oder her. Ich meine, jede Firma versucht am politischen Markt zu bleiben. Das sind politische Firmen, die ihren Sessel vergolden wollen. Und wenn der anfängt, Silber, um nachher Bronze zu werden oder ganz rausgestellt wird, so wie die SPD beinahe da befürchtet, was die FDP leider schon vollzogen. Die Stühle sind raus. Die sind jetzt zwar magenta und nicht mehr gelb-grün, ne, oder keine Ahnung, was die da immer für Farben hatten. Okay, lange Rede. Ich habe es jetzt spaßig gemacht, weil ich habe Zeitdruck. Ich muss jetzt das Unternehmen wieder an den Markt führen, weil die Kunden stehen draußen und fragen sich, was macht er da wieder? Ja, ich sitze hier vor der Kamera und spreche mit Frau Hannelore Kraft und bitte Sie doch höflich, ich fordere Sie gar nicht, um Gottes Willen. Wenn Sie Lust und Laune haben, machen wir ein Video-Duell, okay? Ich bin der Medienkanzler, ist ein Künstlername, Sie wissen genau, wer ich bin. Ich weiß ja auch, wer Sie sind. Und wie gesagt, ich habe einfach Lust dazu, deswegen habe ich ganz spontan habe ich dieses Video jetzt gemacht. Und wie Sie sehen, habe ich es auch noch ein bisschen verfeinert. Wenn Sie Lust und Laune haben, Frau Hannelore Kraft, dann machen wir doch einen Videoplausch mit allen drum und dran. Mal schauen, was dabei rauskommt. Meine lieben Zuschauer, meine lieben Freunde, meine lieben Kunden, wenn wir uns mit dem Vertreter wirklich unterhalten können, ihr setzt euch vor eure Kamera, jeder hat es ja jetzt. Ne? 1966 saßen wir vor unserer Super 8, Normal 8, 16 mm, 72 mm und hatten nicht allzu viel Zeit. Und es war meistens stumm nachher Ton, aber hat keiner gesehen. Dann kam ja das nächste, ne? Betamax, U-Matic, egal. Also die alte Zeit lassen wir mal sein. 1966 ist weit, weit, weit vorbei. Und ich freue mich, 2066 vielleicht noch die letzten Restsekunden meines Lebens hier vor dieser Kamera zu stottern. Dann wäre ich auch 100 Jahre alt. Ach, wäre das schön. Schaffe ich nicht. Deswegen mache ich es jetzt, 2016. Okay?